Grüß euch! Wir machen heute eine Kürbiskern-Ricotta-Gnocchi mit gebratenen Salatherzen und dazu ein Ratatouille-Vinaigrette. Als erster starten wir mit dem Teig und dafür brauchen wir Ricotta, Ismael und ein Ei. Zusätzlich geben wir zum Steirisch auf Kürbiskerne, am Parmesan und Salz und Pfeffer hinzu. Aus der Masse formen wir unsere Gnocchi, die wir dann im gesalzenen Wasser kochen. Während unsere Gnocchi kochen, dann muss unsere Salatherzen vierteln und in der Pfanne mit Butter anbraten. Wenn die Gnocchi oben schwimmen, sind sie fertig und wir geben sie zum Salat dazu. Und jetzt starten wir mit unserer Vinaigrette. Als erstes brauchen wir die Zwiebeln und ein bisschen Olivenöl. Dann kommen Paprika und Zucchini in Würfel geschnitten dazu. Tomatenmark, Knoblauch und Thymian geben wir auch dazu und löschen es mit einem Fond ab. Wenn das Ganze aufgekocht ist, geben wir unsere angerührte Maisstärke dazu. Zum Schluss geben wir einen Steirerkraft Tomatenessig dazu und ein Chili. Und da wäre ein Tipp für euch, dass die Kerne raus, weil sonst wird das eine feurige Geschichte. Jetzt ist Zeit zum Kosten. Unser Vinaigrette vertrocknet etwas Salz und Zucker. Jetzt ist super. Zeit zum Anrichten und los geht's mit den Gnocchi und den Salatherzen. Danach geben wir unser Vinaigrette drüber. Zum Schluss garnieren wir es noch aus. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und vergesst nicht, es braucht nur etwas Steirerkraft. Kraft.